Worte der Kommunikation, der Freude, des Verständnisses. Ich finde, jeder sollte eine Stammkneipe haben. Es ist schön, wenn man einen Ort hat, wo man weiß, da ist immer jemand da. Da werde ich verstanden. Da sind alle so wie ich, arbeitslos, einsam, verzweifelt und Alkoholiker. Aber es hat ja einen Grund, warum auch immer jemand in der Kneipe ist. Deshalb hier ein Ratgeberlied, ein Hinweislied für den Umgang mit missliebigen Kneipenstammgästen. Du bist jeden Abend hier und ab 10 Uhr bist du blau. Du heißt Jürgen oder Dieter, das weiß hier keiner so genau. Du kommst ungefragt an meinen Tisch und sabbelst mich gleich voll. Jeder fragt sich, wer du bist und vor allem, was das soll. Du hast eine Stimme wie ein Nilpferd und du riechst nach Mann und du stehst immer einen halben Meter zu nah an mir dran. Unangenehmer Typ, du bist ein unangenehmer Typ, ja, hi. Unangenehme Typen, unangenehme Typen. Ich suche Erholung im Buchladen und pfeife einen Slipknot-Song. Die Buchhändlerin erwidert, seit Alexa untergetaucht ist, gehe es endlich bergauf. Übrigens, die Biografie eines Toten stehe im Regal 32 3 Fünftel. Was sich vor mir in meinem Schädel versteckt, denke ich, locke ich sicher im Schatten der Bücher hervor. Vor dem Lyrikregal liegt eine Leiche, interessiert. Siri ist die neue Bundeskanzlerin-Kandidatin. Nie wytrzymam su nie nieświadomości, ich halte den Unbewusstseinsstrom nicht aus. Spacer. Ich habe die Leiche vor der Tür nicht beseitigt. Ich bin über sie hinweggestiegen, über all die Nachhalle, habe ich ihr ins Gesicht gefilmt und gefragt, warum habe ich vor euch Leichenangst, nicht vor uns Lebenden. Überall die Nachhalle und bin spazieren gegangen. Heute ist Flohmarkt und der Bus voll wie das Internet. Jedes Scrollen stößt mich tiefer in die Welt. Ich ziehe mir den Vorhass voll rein. Dziwny jest ten świat, Echo, wir sind Deutschland. Apart wie Regen fällt, flüchten Bruchteile von mir und wo immer ich aussteige, wird es heute sein. Wo immer ich aussteige, wird es Hanau sein. Im Jahr 2020 wurde ich geboren. Hier, wo du denkst, genau zwischen 2 und 0 wurde ich geboren. Da bin ich es nicht gewesen. Wo du nicht hingeschaut hast, sind wir es nicht gewesen. Und töte mich nicht, nur für den Fall, bist du es nicht gewesen. Auf dem Flohmarkt eine Leiche in der Auslage. Ich frage sie, warum fühle ich mich so liegen gelassen? Schon lange lerne ich nur noch Leichen kennen. Ich gehe unter die Menschen, gehe heute für alle. Werde über den Flohmarkt spazieren, die Lebenden zählen und Unerhörtes verschenken. Heute gibt es kein Zuhause. Regentropfen und gezählte Leben begleiten mich vertraut. Wie schön wir uns in den Tropfen brechen. Keiner wagt es, eine Plastikplane aufzufalten. Und keiner sind wir. Und ich bleib eine Frage der Zeit. Und die Leichen sagen voraus, sie sind Deutschland und wir sind Deutschland. Auf Tinder suche ich Opportunity. Umzugshelfer gesucht. Swipe left. Hast du die passende Sakralenergie? Swipe left. Looking for a mirror. Swipe left. Bist du in deiner männlichen Energie? Swipe left. You will love this catfish. Swipe left. Suche Urlaubsflirt für Krisengebiete. Swipe left. Nicht übers Handy zu erreichen. Swipe left. Suche aufregende Straßenmusiker. Swipe left. Suche unter meiner Haut. Swipe left. Suche nicht, lasse mich finden. Swipe left. I want to see only me in your eyes. Swipe left. Ich bin, was du haben willst. Swipe left. Ich bin, was du suckst. Swipe left. Spieglein, Spieglein in der Hand. Swipe left. Künstler gesucht, Kunst egal. Swipe left. It's a trap. Swipe left. Mach moje pieniądze. Swipe left. Earth Warriors Unite. Swipe left. Elefanten streicheln. Swipe left. Searching for identity. Swipe left. Auf Tinder finde ich Opportunity. My battery is low and it's getting dark.
Bald bin ich kamoufliert im eigenen Rost, wo es einsam scheint, der Schein des vielen karg. Ein jedes Wesen trägt sich selbst als Sarg ins Dunkel, zweifelnd an dem eigenen Post. My battery is low and it's getting dark. Wo es einsam scheint, erscheint es vielen karg. Bloß in der Ferne wartet neue Kost. Ach Mensch, du wärst gern Nagel ohne Sarg. Doch all die Liebe, die sich gern verbarg, erregt sich grad im postmodernen Frost. My battery is low and it's getting dark. Erscheine ich dir auch matriarchenstark, bald bin ich kamoufliert im eigenen Rost. Und wer vom Abbild zerrt, verzerrt sich arg. Es fehlt noch Schrott für einen schönen Park. Mein Mars, mein Stillstand, meine liebste Post. Ach Mensch, was wär ein Nagel ohne Sarg. My battery is low and it's getting dark. Dankeschön. Dafür musste Wolfgang nicht lange nachdenken. Der dümmste Mensch, den er kannte, war ganz eindeutig Frank Lapp. Daran bestand überhaupt kein Zweifel. Frank Lapp war mit Wolfgang in der Grundschule gewesen, hatte aber den Titel dümmster Mensch in Wolfgangs Bekanntenkreis weit über diese Zeit hinaus verteidigen können. Er war dieser traurigste der Dummen, gutmütig, freundlich, aber unglaublich schwer von KP und meistens hilflos. Der, der immer am längsten am Zahlenstrahl stand, der, der immer letzter in Ecken rechnen wurde. In der dritten Klasse hatten Wolfgang und zwei Freunde Frank dazu gebracht, gegen den Mercedes 190 des Hausmeisters zu urinieren. Sie hatten etwas Wasser gegen drei Reifen geschüttet und Frank geholt. Hier, Frank, der Schröder hat gesagt, wir sollen gegen seine Autoreifen pinkeln. Das ist gut für die, dann halten die länger. Guck, wir drei haben schon, du musst noch. Frank hatte sich vor einen Reifen gestellt, ausgepackt und es plätschern lassen. Sofort war der Hausmeister aus seiner Wohnung gestürmt, wüst schimpfend und mit den Armen fuchtelnd. Von Panik ergriffen war Frank mit offenem Hosenstall vom Hof gerannt und hatte sich dabei eingenässt. Der Hausmeister war jedoch urplötzlich stehen geblieben, hatte sich umgesehen und war sofort wieder in seiner Wohnung verschwunden. Erst viele Jahre später wurde Wolfgang klar, warum der Hausmeister sich so abrupt gefasst hatte. Ein Achtjähriger, der mit heraushängendem Schniepel vor einem 50-Jährigen wegrennt und um Hilfe schreit, ist keine gute Referenz in der Nachbarschaft. Wolfgang stellte sich so hin, wie Frank immer gestanden hatte. Leicht gebeugt, die Schultern immer ein bisschen hochgezogen und mit einem Gesichtsausdruck, der ständig zu sagen schien, hä, verstehe ich nicht. Vielleicht erzählst du gerade nochmal, was du gemacht hast, weil es geht ja auch ein bisschen darum, dich zu vernetzen und selbst was zu machen eigentlich, ne? Ja, also eigentlich ging es genau darum, so der Salon Fluchtentier ist nicht mehr aktiv, aber es ging eigentlich genau darum, was du jetzt machst, nämlich Poesie, die man eigentlich geil findet, irgendwie auf Bühnen zu bringen, weil das dann doch relativ selten geschieht, obwohl wir hier die fünftgrößte Stadt Deutschlands sind. Und vor allem gibt es da total viele gute Leute, die schreiben, von denen einfach niemand weiß. So, weil bei Thalia steht halt nur Rilke und die Lieblingsgedichte der Deutschen noch neben Goethe. So, aber die Poesie ist total rege in Deutschland, deswegen dachten wir uns, ja, müssen wir es halt selber machen und haben so Finanzierungspläne bei der Stadt eingereicht und das war mühsam, der Rest war schön. Also Salon Fluchtentier hieß diese Gruppe und was ich interessant finde, ist, dass doch einige aus dieser Gruppe doch ja, sehr, sehr aktiv sind, neben dir selbst auch noch einige andere. Ich glaube, Jevgeny Breiger ist dabei, der glaube ich mittlerweile auch irgendwie Preise bekommen hat und fantastische Bücher veröffentlicht. Julia Mantel war ja auch beim letzten Mal hier dabei. Das heißt, es ist eine Gruppe, die nicht nur Wohnzimmerkonzerte gemacht hat, sondern auch nach draußen gegangen ist. Und du selbst warst jetzt beim Bachmann-Preis. Man denkt ja immer, Lyrik ist sowas für sich selbst, irgendwie was man ja, für sich selbst machen kann. Warum ist es so wichtig, irgendwie auf die Bühne zu gehen damit? Vielleicht auch an dich erstmal die Frage. Ja. Ich glaube tatsächlich, ist es so wichtig, weil Lyrik für mich auch ein öffentlicher Kommunikationsakt ist. So. Da ist ein riesiger Unterschied, ob ich das für mich schreibe und in die Schublade tue, dann muss ich das mit mir ausmachen. Aber wenn ich einen Text präsentiere, den ich an der Öffentlichkeit darbiete, dann setze ich den Text nicht nur Ihnen allen aus, sondern Sie setzen sich ja auch etwas aus. So. Und ich glaube tatsächlich, dass nicht nur meine, ganz viel Lyrik, durchs Hören gewinnt. So, also ein gehörter Text ist was anderes als ein Text auf dem Papier. Und für mich kommt die Poesie immer vom Sprechen her.
Es ist ein natürlicher Akt. Das ist kein, ich muss das super künzeln und mir alle möglichen Hexameter und Alexandriner auswendig lernen, damit ich die anwenden kann, sondern es ist tatsächlich ein Sprechakt. Und das ist eine sehr natürliche Sache und Kunst ist für Menschen eine natürliche Sache. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es ja, ne, passt, so wie Torte ins Gesicht. Und dass das jetzt eine Lesebühne mit für komische Texte sein soll, war das von Anfang an klar? Hast du immer komische Texte schon geschrieben? Ja, wahrscheinlich, ja. Das war schon, doch, das war schon von Anfang an klar, ja, doch. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, es ist eine Veranstaltung für komische Texte, richtig, ja. Ja, hätte ja theoretisch auch anders sein können. Also Martins Lesebühne war jetzt nicht zwangsweise für komische Texte. Gab es auch bei euch komische Texte? Ich finde Julia Mantel unheimlich komisch. Ja, stimmt, ja. Also ich finde komische Texte auch eine wahnsinnig schwierige Kategorie, weil du bist vom Fach. Ich finde es sauhart, wenn ich komisch sein will, komisch zu sein. Das passiert mir manchmal und dann freue ich mich sehr drüber. Und dann habe ich manchmal so komische Texte. Ist auch geil, je nachdem, in welcher Stadt man die liest. Ich finde das total geil, wenn du in der einen Stadt Leute hast, die lachen. Und in der nächsten Stadt ist einfach Stille. So, Leute gucken dich an. Und zwar an der gleichen Stelle. Ne? Und man weiß nicht warum. Also es gibt so Sachen, da weiß man so, ich habe jetzt irgendwie einen Dialekt falsch nachgemacht oder ich habe irgendwie ein Thema angesprochen, was vielleicht in dieser und jener katholischen Stadt nicht so gut kommt oder so. Aber es gibt Sachen, die vollkommen unpolitisch, vollkommen regional unabhängig sind und die sind, machen Reaktionen einmal bei 0 und einmal bei 100% und nichts dazwischen. Das ist erstaunlich. Das ist der Hammer. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein Problem von Lyrik ist, dass man dann hört, so, oh, es kommt Lyrik. Das wird jetzt ernst, so nee, also manchmal schreibt man halt auch darüber, dass man, keine Ahnung, bei Metzger gerade die letzte Scheibe Schinken hat gehen sehen, die man eigentlich selber haben wollte, so. Und es kann auch total krasser Moment für einen sein, wenn man plötzlich traurig wird, so. Also, ne, aber das sind die menschlichen Emotionen, um die es geht und die sind halt manchmal lustig, so. Und das muss auch sein. Sie sind aus Deutschland, na dann sagen Sie mal was auf Deutsch. Passierschein, Befehl, ja, kennen wir alles. Haben Sie nicht mal was Neues? Da haben wir was neu reinbekommen, jetzt hören Sie mal gut hin. Sätze, die deutsch klingen, aber nicht deutsch sind. Zum Beispiel. Die meisten Menschen fahren besser Auto als ich, ist kein deutscher Satz. Vielleicht habe ich recht, aber vielleicht auch nicht, ist kein deutscher Satz. Das Flugzeug steht, werde ich noch sitzen bleiben. Ich muss wirklich nicht der Erste am Gepäckband sein. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz.